Tschüss. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, einer meiner Lieblingstage. Zum einen, weil ich noch nichts verbockt habe und zum anderen, weil ich noch hochmotiviert bin, etwas zu tun, etwas zu erreichen. Und ich genieße immer Montage. Dienstags geht mir schon viel schlimmer, aber Montag ist geil. Und ich möchte den heutigen Tag mit Sport beginnen. Und da ich zurzeit ja wie ein digitaler Nomade durch die Welt reise, habe ich kein Fitnessabonnement, kein Gymabonnement und deswegen trainiere ich zu Hause, hier auf dem Boden. Und dafür habe ich eine richtig geile App gefunden, die A, keinen Cent mich kostet, B, auf mich zugeschnitten ist der Trainingsplan und C, mich wirklich K.O. macht. Ich zeig's euch. So, die App heißt Nike Plus Training, das ist diese gelbe App. Und wenn man da reingeht, kann man bei My Plan sich einen Plan erstellen lassen. Das heißt, man gibt an, ob man irgendwelche Geräte zur Verfügung hat oder ob man zu Hause trainiert, draußen trainiert. Und dann erstellt die App einen Plan. Und dieser Plan beinhaltet dann einzelne Tage. Und in diesen einzelnen Tagen gibt es verschiedene Übungen, wie und was man macht. Und die sind dann 30 Minuten, 45 Minuten, je nachdem, also tagesabhängig und formabhängig und wie viel man ausgewählt hat. Und hier zum Beispiel, wenn man draufklickt, sieht man sofort, was man für eine Übung machen kann. Es ist so eine Art Heat-Training und es macht echt Bock, damit zu trainieren, weil es auch simpel, einfach, übersichtlich ist und natürlich auch gratis. Und fangen wir einfach mal an. Puh, fertig. 30 Minuten. Die Übungen sehen eigentlich so einfach aus, aber wenn man sie hinterher, also nacheinander alle macht, mit nur ganz kleinen, kurzen Pausen dazwischen, macht es echt einen fertig. Und ich kann jedem, der von zu Hause aus arbeitet, diese App oder einfach diese Übungen empfehlen, weil man kann sie einfach nur zwischendurch einbauen und mal schnell halbe Stunde, 45 Minuten trainieren und wieder zurück an den Arbeitsplatz springen und weiterhin produktiv sein. Das ist echt top und Nike, ich war immer schon ein Fan von euch. Einfach nur geil. Sind sehr viele coole Sachen passiert, die ich euch heute erzählen möchte. Und deswegen ist es jetzt Storytime. So, 2016 war ein super Jahr für mich. Ich habe sehr viel verändert, sehr viel gestartet, sehr viel Neues ausprobiert. Und mein Leben ist heute, 2017, Anfang von 2017, komplett anders, wie es noch am Anfang von 2016 war. Und ich wollte da ein paar Punkte ansprechen, die tatsächlich mein Leben verändert haben und was ich daraus gezogen habe. Zum einen, einer der wichtigsten Punkte am Anfang des Jahres war, dass ich mein Foto- und Kamera-Equipment komplett ausgetauscht habe. Ich bin von Canon 5D Mark II gekommen und habe es durch Sony-Equipment ausgetauscht. Wieso ich das gemacht habe? Ich habe ein paar Jahre davor absolut gar nichts mehr ausgetauscht. Ich habe nur, ich glaube, ein paar Linsen gekauft und mehr nicht. Und der Grund war, weil Sony da ein bisschen, vor allem im Vergleich zu Mark II, fortschrittlicher war, was Video betrifft. Und ich habe schon da im Hinterkopf gehabt, so, ich würde gerne für Kreativ und Frei, wenn ich das mal starte, gerne Videos drehen. Und das hat echt so einen Stoß gegeben, als ich
die Kamera in der Hand hielt, als ich gemerkt habe, wie einfach es für mich damit zu filmen, habe ich es echt genossen und angefangen rumexperimentieren und habe ja einfach nur mehr gemacht als davor. Der zweite Punkt war kreativ und frei. Ich habe 2016 am 17. März an meinem Geburtstag endlich kreativ und frei freigeschaltet. Wortspiel, kreativ und frei, freigeschaltet. Auf jeden Fall habe ich kreativ und frei als Blog und als Podcast gestartet am 17. März 2016. Und das war so ein wichtiger Punkt in meinem Jahr, in meinem Leben. Es war ein Projekt, an welchem ich mehr als ein halbes Jahr, ja sogar länger, fast ein Jahr gearbeitet habe, mir Sachen überlegt habe, experimentiert habe und habe es dann ins Leben gerufen. Und ich habe das auch, was Podcast und Blog betrifft, tatsächlich bis fast Ende Juni, Juli wirklich ausführlich gemacht und geführt. Und dann bin ich in die Sommerpause und alles überdacht. Aber ich habe das 2016 gestartet und es hat komplett meine Welt verändert, weil es hat mich gefordert. Ich war immer ständig müde, weil ich noch nach der Arbeit und noch sonstigen Sachen das erledigen musste. Aber es hat sau viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass es in die richtige Richtung geht, dass ich das auch tatsächlich machen will. Der dritte wichtigste Punkt ist Lead Energy. Lead Energy ist ein Unternehmen aus, jetzt mittlerweile aus Düsseldorf, welches sich mit Smart Home Geräten und überhaupt der ganzen Smart Home, Smart Living Sachen beschäftigt. Und ich habe sie als meinen Kunden im Mai gewonnen. Und ich habe sie dann überzeugt und ja, wir haben eine Zusammenarbeit gestartet. Ich bin dann auch im Juni nach Essen gereist, nach Düsseldorf geflogen, nach Essen gereist. Und dann haben wir vor Ort Shootings gemacht, Moodbilder geschossen und wir kamen uns einfach näher. Wir haben einander kennengelernt und es war einfach tolle Zusammenarbeit. Und das war eine Erfahrung, die ich davor noch nie hatte. Das war mein erster großer Kunde. Das war ein mega Auftrag mit Reise verbunden, mit Planen. Und ich hatte echt Schiss vor dem Shooting. Ich habe Angst gehabt, irgendwas falsch zu machen. Mir ist sogar bei dem Shooting die ausgeliehene Kamera runtergeflogen. So nervös war ich. Und das war wirklich eine ganz, ganz große Wende in meinem Leben. Also das muss man einmal erlebt haben, der erste große Kunde, den vergisst man nicht. Und das war Lead Energy. Das war geil. Dann habe ich im Sommer sehr viele Shootings gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte keine Zeit, ich hatte kein Budget dafür, aber ich habe trotzdem Mädels angeschrieben und habe Fotoshootings gemacht, weil ich einfach Bock hatte, mich auch da weiterzuentwickeln. Und ich weiß, ein Model habe ich angeschrieben aus der Schweiz, die Romana. Sie war bei Maxim, sie war bei Bachelor, also in der Schweiz, bei Bachelor, bei der Sendung. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich habe Romana angeschrieben und habe gefragt, ob sie Lust hätte, ein paar TFP-Shootings zu machen. Und habe ihr mein Portfolio gezeigt. Sie hat zugesagt und erst im Nachhinein habe ich herausgefunden, fuck, die ist ja eigentlich einigermaßen berühmt in der Schweiz. Und ehrlich, hätte ich das davor gewusst, ich hätte mich nie getraut, sie anzuschreiben. Aber wie es so ist, ich wusste es nicht, habe sie einfach angeschrieben und zack, hatten wir ein Shooting zusammen. Hier und hier. Und das war echt so ein Sommer der Shootings. Und ich habe endlich mal sozusagen nach meinem Geschmack, habe ich meinen Stil gefunden, habe ich das gefunden, was mir Spaß macht und habe mich entschlossen, auch in der Richtung weiterzuarbeiten. Also ja, und dann kam der wichtigste Punkt, der mein Leben jetzt komplett verändert hat und der auch mein Leben weiterhin verändern wird. Und sehr, sehr einflussreicher Punkt ist Jobangebot von Lead Energy. Ich habe die Stelle als Art Director angenommen, obwohl ich noch nicht mal ganz fertig bin mit dem Studium. Geht jetzt langsam zu Ende. Ich bin jetzt bald in der Diplomphase, aber trotzdem, ich habe es im Sommer angenommen und habe ab 1. September als Art Director bei Lead Energy angefangen. Und ich bin halt 3 Wochen zu Hause, 1 Woche vor Ort. Ich fliege immer jetzt aus Karlsruhe, fahre ich wahrscheinlich mit dem Zug. Geht viel schneller, 2,5 Stunden, man ist drüben.
Auf jeden Fall war es der Punkt in meinem Leben, wo sich wirklich total alles verändert hat. Ich habe dadurch die Freiheit erlangt, so wie jetzt, nach Karlsruhe zu ziehen. Ohne zu bedenken, dass, ja, mein Arbeitgeber ist hier in Konstanz oder sowas. Ich kann jetzt auch morgen nach Stuttgart ziehen, nach München ziehen, nach Berlin ziehen, egal wohin, nach Barcelona ziehen. Ich muss halt eine Woche vor Ort sein und wenn es dann zu teuer wird zum Fliegen für meine Chefs, dann muss ich selber blechen. Aber ansonsten bin ich jetzt ortsunabhängig. Ich kann arbeiten von wo ich will und das gefällt mir sau gut und ich freue mich, dass das letztes Jahr passiert ist. Echt, ich weiß nicht, wie mein Leben sonst verlaufen wäre, aber ist mir auch egal. Es ist jetzt so und ich fand es echt mega geil. Und der letzte und wichtigste Punkt ist natürlich kreative Doku. Ich habe im November mir ein anderes Format überlegt für Kreativ und Frei, weil ich, ja, sagen wir mal ehrlich, unter Einfluss von erfolgreichen Menschen stand, aber auch irgendwie gewusst habe, diese ganz normale Reviews, die ich davor gemacht habe, waren nicht ganz mein Ding. Und es gefällt mir, ich plane immer noch solche zu machen, aber es gefällt mir auch mega gut, solche kreative Vlogs zu machen. Und deshalb habe ich im November damit angefangen. Ich hatte auch mega Angst, wie das ankommt, wie das funktioniert, klappt es, werde ich es auch schaffen, tatsächlich jede Woche etwas zu filmen. Aber es klappt. Es klappt. Was ich aber mit der ganzen Geschichte sagen will, ist, dass das Leben nie vorwärts verstanden werden kann. Das hat Steve Jobs schon mal erwähnt. Man muss es erst im Nachhinein verstehen. Man kann es erst im Nachhinein verstehen. Erst wenn man rückblickt, wenn man das ganze Jahr, das ganze Leben Revue passieren lässt, kann man erst verstehen, wieso man hier gelandet ist, wieso man das jetzt macht und nicht was anderes. Weil man eventuell dies und jenes probiert hat, weil man gewisse Entscheidungen getroffen hat. Und es ist ganz wichtig, einfach mal hier und jetzt zu leben, die Momente zu genießen, einfach vorwärts zu gehen und probieren. Anstatt jetzt die ganze Zeit versuchen zu erraten, boah, was kommt jetzt und was, wenn ich das mache und das mache. Bullshit. Einfach mal machen, einfach mal leben. Das Leben kann man nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. So war, glaube ich, so ein Spruch. Und deshalb immer rückblicken, analysieren, verstehen, wieso man hier gerade gelandet ist, eventuell Fehler analysieren und wieder weiterleben. Einfach vorwärts. Bruder, bevor ich das ganze Ding ausbaue, schauen wir es im Keller am besten an. Der Techniker ist da, aber es wird wohl länger dauern, um mein Internet hier einzubauen, weil hier die alte Anlage ist. Er meint irgendwas zwischen 2-3 Stunden. Aber ich habe bald Internet. Achso, das ist die Platte, ne? Die jetzt eingebaut wird. Whatever she's having, we'll take two of those. I'm about to spoil her. But she already knows. I'm about to pick you up. I'm about to toss you round. I'm about to take you out. I'm about to take you down, yeah. Wir haben jetzt fast 16:30. Der Herr von Unity Media kam um 1:15. Und der ist immer noch nicht ganz fertig. Also, pff. Aufwendig, aufwendig. Hallo? Ist das das Internet? Ja, das ist es. Wer bist du? Wir haben wieder Internet. Erzähl mal, wie ist es, wieder Internet zu haben? Ist es das Internet? Ich muss das mitnehmen. Ist es das Internet? Haben wir wieder das Internet? Mein Internet ist da. Netflix ist wieder da.